Ja, liebe Gartenfreunde, wir schauen uns heute mal den Stromverbrauch an von dem Pflanzturm. Hier passen 35 Pflanzen rein, der ist 2 Meter hoch und ja, wird von einer kleinen Pumpe angetrieben und so sprudelt das Wasser einfach hinein. Und ja, überall, wenn dann die Pflanzen drinnen sind, bekommen sie ihr Wasser ab. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den Stromverbrauch an. 35 Pflanzen finden ihr Zuhause und ja, ganze 5 Watt verbraucht die Sache. Also, die Schaltzeiten sind 15 Minuten an, 15 Minuten aus. Bei dem wenig Stromverbrauch, würde ich sagen, kann ich es auch komplett die ganze Zeit laufen lassen. Und ja, so erhalten die Pflanzen auch genug Sauerstoff. Und Wassertemperatur immer beachten, 18 bis 22 Grad. Nur so nehmen die Pflanzen genug Nährstoffe auf, weil über 25 Grad nehmen sie weniger Eisen auf und unter 18 Grad weniger Kalium und Calcium. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn es Fragen gibt, schreibt es einfach in die Kommentare.